Von gestern nach morgen erzählt von weiten Reisen in ferne Länder zu vergangenen Zeiten. Professor Dr. Axel E. Walter und Luise Paulsen stöbern in ihren Gesprächen in den Regalen und Schubladen der Eutiner Landesbibliothek. Sie beherbergt eine der größten Reiseliteratursammlungen Deutschlands. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gestern nach Morgen. Heute geht es um ein besonders schönes Thema, zumindest aus heutiger Sicht. Für die früheren Beteiligten war es wahrscheinlich ein eher unschönes Thema. Es geht um gescheiterte Reisen. Unsere Folge heißt Verschollen und Verunglückt und erzählt Geschichten von gescheiterten und verunglückten Reisen. Dazu wollen wir heute mehr erfahren. Lieber Herr Walter, niemand spricht gerne über das Scheitern. Gibt es überhaupt historische Reiseberichte über gescheiterte Reisen? Ja, denn Nicht-Ankommen ist seit jeher eine Option des Reisens, wobei Scheitern schon vor Antritt einer Reise passieren kann und dann natürlich zu jedem Zeitpunkt während einer Reise. Die Möglichkeit des Scheiterns steht in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Art des Reisens. Also Expeditionen in die Arktis oder ins Hochgebirge wie die Mount Everest setzen Menschen viel größeren Gefahren und Herausforderungen aus als beispielsweise heute eine Reise mit dem Flugzeug oder mit dem Auto oder früher eine Fußreise. Das Zweite ist das Scheitern natürlich auch eine inhaltliche Dimension in der Geschichte des Reisens hat. Über die werden wir nicht reden, aber sie ist auch wenigstens kurz erwähnt. Diplomatische Reisen beispielsweise bieten dafür das beste Beispiel. Man kommt zurück von der Reise, man erreicht das Ziel, man kommt zurück, aber die Reise kann gescheitert sein. Das ist eben eine Dimension, die man auch in der Reiseforschung betrachten kann, aber das ist nicht die, die uns heute interessiert. Das heißt, es gibt also schon typische Gründe, warum historische Reisen gescheitert sind. Können Sie vielleicht eine lustige Anekdote, ein exemplarisches Beispiel erzählen von einer typischen gescheiterten Reise? Natürlich, von einer gescheiterten Reise, das ist so ein bisschen das Lustige an einer gescheiterten Reise, ist so ein bisschen Voyeurismus. Aber ich glaube, es gibt viele Beispiele. Also vielleicht erst mal so viel noch. Wenn wir uns auf das Scheitern das Scheitern der praktischen Reisetätigkeit konzentrieren, gibt es viele Gründe. Eine wäre Naturgewalten, an denen Reisende, Entdecker oder Forscher scheitern. Dann, als die Straßen in früheren Zeiten noch schlecht waren, konnten natürlich auch Wettereinflüsse das Umstürzen einer Kutsche verursachen oder die Flüsse treten über das Ufer. Wir kennen das aus moorigen Gegenden, dass dann statt Straßen die Leute mit Booten zu manchen Orten gebracht werden mussten. Oder das Gepäck ging verloren, das Geld wurde gestohlen. Es gibt also viele Gründe. Der Ausfall durch des Transportmittels durch ein Unglück ist einer der ganz häufigen Gründe. Und da gab es schon Ende des 18. Jahrhunderts von einem französischen Schriftsteller eine fünfbändige Sammlung Geschichte der Schiffbrüche. Und im ersten Band beispielsweise geht es um das Schicksal von 8 Matrosen, die nach einem Schiffbruch 1630 in Grönland überwintern mussten. Es geht, Zitat, um Seereisen, welche von den Russen unternommen wurden, eine Durchfahrt nach Amerika zu entdecken, oder um den Schiffbruch zweier portugiesischer Schiffe, wovon das eine nahe bei Sumatra, das andere an einer Wüsteninsel des Chinesischen Meers unweit Macau im Jahr 1605 scheiterte. Also das Scheitern war schon früh, gerade auch auf See, einer der ältesten Praktiken des Reisens überhaupt, Handelsverbindungen, so verbreitet, dass eine ganze Darstellung dazu erscheinen konnte. Und vielleicht, wenn Sie eine schöne Anekdote wollten, vielleicht ein Unfall, eine berühmte Anekdote, wo der Reisende zwar nicht umkam, aber doch schwere Folgen hatte. Zwar geht es da um Charles Dickens, den berühmten englischen Autoren, der am 9. Juni 1865 nach der Überfahrt aus Frankfurt mit dem Anschlusszug nach London fuhr. Dieser Anschlusszug hieß damals Tidal, wegen der Tiden, die noch nicht so beherrschbar waren. Und dieser Zug verunglückte an einer schlecht gesicherten Brückenbaustelle durch menschliches Versagen. 10 Leute starben, 40 oder mehr wurden verletzt.
Damals gab es aber schon ein sehr gut funktionierendes Pressesystem und eben auch schon die Fotografie. Und so sprach sich schnell herum und war auch bald aktenkundig, mit wem der berühmte Schriftsteller die Reise unternommen hatte, nämlich mit seiner halb so alten Geliebten Nelly Ternen und ihrer Mutter. Und er war zwar von seiner Frau getrennt, hat das aber immer verweigert und hat dann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass sie geheim aus dem Zug gerettet werden konnte, damit das bloß nicht sich herumspricht, aber es war damit dann ein öffentliches Geheimnis geworden. Ja, also es ließen sich viele Geschichten erzählen, viele weniger pikant, aber eben auch solche Details kann man dann treffen. Klatsch und Tratsch aus früheren Zeiten, lustig. Aktuell gibt es ja einen ganz besonderen Grund, warum viele von uns nicht reisen können, und das ist die Corona-Pandemie. Wir lernen gerade leidlich, was es bedeutet, dass man nicht mehr so einfach von A nach B kommt und in ferne Länder reisen kann. Gab es denn schon in früheren Zeiten Krankheiten und Pandemien, die verhinderten, dass Reisen unternommen werden konnten? Oh ja. Seit dem 14. Jahrhundert überzog ja die Pest in vielen, vielen Wellen zuerst den europäischen Kontinent und dann durch die europäischen Entdecker schließlich die ganze Welt, so wie sie nach und nach entdeckt wurde. Und in jeder Pestepidemie, in jeder Pestwelle starben Zehntausende, Hunderttausende von Menschen. Allein in der ersten großen Welle, zwischen 1347 und 1353, starben schätzungsweise ein Drittel bis 40% der Europäer an der Pest. Und das sind je nach Datenlage 20 bis 50 Millionen Menschen, also enorm. Und bis ins späte 19. Jahrhundert, bis dann endgültig die Ursache geklärt war, hat die Pest also immer wieder auch in der neuen Welt viele, viele Tote gefordert, und das brachte natürlich die Planung vieler Reisende gehörig durcheinander. Ein Beispiel ist beispielsweise der berühmte Barockdichter Simon Dach, der Verfasser des Ännchen von Tharau, der in Magdeburg damals war und dann durch die Pest gezwungen wurde, zu Fuß meistens durch ein vom Dreißigjährigen Krieg inzwischen beherrschtes Land bis nach Königsberg zurückzukehren, wo er sich sicher fühlte. Also auch das ist da scheiterte eine Bildungsreise. Und was ganz interessant ist mit diesen Epidemien, dass schon im frühen 15. Jahrhundert die Republik Venedig mit Maßnahmen wie Isolation und Quarantäne für Reisende reagierte und dass man auch schon andernorts in Venedig und andernorts bei pandemischen Ausbrüchen dann die Pestfreiheit des Herkunftsortes nachweisen musste. Man musste also ein Papier mitführen, das nachweist, ich komme aus einer Gegend, wo die Krankheit nicht herrscht. Das ist so ein bisschen wie ein Impfausweis, den man damals natürlich noch nicht hatte. Und wenn wir von der Pest reden, vielleicht das noch als ein Gedanke. Viele kennen ja dieses Lied, wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Ja, von einem Deutschen in den 1930er Jahren getextet. Und dieses Lied bezieht sich unter anderem auf eine Episode im russisch-japanischen Krieg 1904, als Teile der russischen Pazifikflotte vor Madagaskar repariert werden mussten. Viele, viele russische Soldaten und Matrosen erkrankten und starben, aber eben nicht an der Pest, sondern an Typhus. Es war also nicht nur die Pest, sondern es sind viele, viele Krankheiten, viele Seuchen, auch Pocken, die das Reisen immer wieder beobachtet haben. Ein Norweger, Johan Koren, sehr bekannt als Polarforscher, hat mehrere Schiffbrüche überlebt. Als ein Fluss überquerte im Kamtschatka, ging sein Boot unter, aber er starb dann an der spanischen Grippe 1919. Wissen Sie, woran ich sofort denken muss bei gescheiterten Reisen? Der wohl bekanntesten gescheiterten Reise, nämlich der Entdeckung Amerikas. Das ist ja eigentlich auch eine Geschichte des Scheiterns. Gibt es noch andere historische Reisen, bei denen das Reiseziel verfehlt wurde oder etwas ganz anderes entdeckt und gefunden wurde, als man sich ursprünglich erhofft hatte? Also ja, viele. Mehr als man ahnt, schon in der Antike, die Schifffahrer, die die Häfen nicht erreichten. Odysseus ist ja ein Beispiel immer dafür, wie er navigieren musste durch Gegenden, die nicht so bekannt war. Beispielsweise würde mir jetzt der Wikinger Naddod einfallen, der wahrscheinlich als erster Europäer Island betreten haben sollte.
Und er ging auf einer Reise zu den Färöern, das ja vor Island von Norwegen aus liegt, verloren und wurde irgendwann von der Strömung an die südöstliche Küste der Insel getrieben. Oder ein ganzer Kontinent, Australien, war ja auch eine mehr oder minder zufällige Entdeckung. Man weiß zwar, dass schon vor der eigentlichen Entdeckung Seefahrer aus Europa und China dort gewesen sind, aber es war erst ein niederländischer Seefahrer, Wilhelm Jansen, der 1606 die Insel entdeckt hat, auf dem Weg nach Neuguinea. Dort wollte er eigentlich hin und er hielt Australien für einen Teil von Neuguinea und nannte das, was er entdeckt hat, zuerst Neuseeland, Neuseeland. Also nicht das heutige Neuseeland, sondern das, was er gesehen hat, die, nach der Provinz Seeland in Holland. Und der eigentliche Entdecker Neuseelands wiederum, um die Geschichte abzuschließen, glaubte 1642 zuerst, ein Stück von Feuerland zu betreten. Also auch das sind viele der Zufälle in der Geschichte der Entdeckung, die man immer wieder trifft. Bestimmt verunglückten ja auch nicht selten Reiseunternehmungen. Können Sie mir vielleicht erzählen, an welchen Punkten der sieben Weltmeere oder wo auf den Wegen der Welt es besonders gefährlich war für Reisende? Ja, also Reisen, das hatten wir ja schon mal thematisiert, ist früher sehr gefährlich gewesen. Und die Gefährlichkeit ist immer von dem technischen Entwicklungsstadien abhängig einerseits, aber auch eben von der Vorbereitung auf alle möglichen Umstände, die auf einer Reise eintreten könnten. Und dabei gibt es dann, wie eben gesagt, sowohl Naturgewalten als auch politisch-soziale Einflüsse, die ein Scheitern bedingen können. Zum Beispiel viele gefährliche Ecken der Weltmeere kennt man noch heute. Kap Horn beispielsweise ist ja bis heute eine sehr schwierige Gegend. Wir haben das ja gerade wieder bei diesem Segelwettbewerb gesehen. Früher in der Zeit der Segelschifffahrt gab es sogar die Kap Hornier, also Seeleute, die sich zusammenschlossen, wenn sie das Kap Horn umrundet hatten, gehörten zum edlen Club der Kap Hornier, weil es so eine Herausforderung war. Auch diese Ecke der Welt übrigens wurde erstmals am Anfang des 17. Jahrhunderts überhaupt beschrieben. Was anderes beispielsweise, das Bermuda-Dreieck, das ist ja nun ganz sagenumwoben, das holt ja sogar die Flugzeuge aus der Luft angeblich, ja, das ist statistisch gesehen nicht berechtigt, da von einer besonderen Gefahr zu sprechen. Aber es ist eben, ja, es ist nicht berechtigt. Es sind nicht signifikant mehr Unfälle, die da stattfinden, aber es sind halt sehr viel mehr Mythen, die diese Gegend so gefährlich machen. Und es sind ja, wenn Sie die Filme angucken, Hollywood hat da seinen Teil dazu beigetragen. Früher war aber auch das Reisen auf dem Landweg sehr gefährlich. Räuber, wie wir das schon mal gehört haben, ja, oder eben auch auf dem Seeweg Piraten. Dann hatten wir die Straßenverhältnisse, wo jederzeit die Achse brechen konnte. Das Pferd konnte wegknicken und sich das Bein brechen, sodass es erschossen werden musste und man stand auf einmal ohne etwas da. Reisenden wurde deshalb immer empfohlen, unbedingt in befestigten Städten zu übernachten. Wobei auch dort, das vielleicht noch als kleines Bonmot, das Übernachten in befestigten Städten sicherte zwar vor Räubern, aber es drohten ganz andere Gefahren, nämlich die hygienischen Zustände in den Gasthöfen und das dort gereichte Essen. Reiseführer in frühen Zeiten haben wirklich empfohlen, man sollte selbst das Kochgeschirr mitbringen oder auch sogar kochen lernen, um sich vor Ort schützen zu können gegen das Essen, was dort vor Ort manchmal serviert wurde. Ehrlich gesagt, bis heute wahrscheinlich kein so schlechter Ratschlag an so manchem Ort. Reisen ist ja auch ein teures Vergnügen, bis heute. Gibt es denn auch Reisen, die an dem lieben Geld scheiterten? Ja, Geld besitzt seit jeher einen entscheidenden Einfluss auf Art und Dauer einer Reise. Wir haben ja das letzte Mal oder in einer letzten Sendung über die Grand Tour gesprochen. Und in der Regel begleitete den jungen Adligen dann ein junger bürgerlicher Gelehrter, der als Diener, Lehrer oder Hofmeister fungierte. Und diese jungen bürgerlichen Gelehrten besaßen in der Regel nicht die eigenen Mittel, sondern wurden angestellt und konnten nur auf diese Weise dann die Reise antreten, die zur Ausbildung, zur akademischen Ausbildung in diesen Zeiten, in der frühen Neuzeit gehörte. Es
Es gibt also hier schon ein durch Mangel an Geld quasi eine ganze Reiseform als Reisebegleiter, die man sich vorstellen kann. Dann denken Sie an das heute begegnen einem ja oft noch wandernde Handwerksgesellen. Ja, das auf der Walz, das ist eine Tradition, die es seit dem Mittelalter gibt, die noch nicht so gut erforscht ist, weil wir wenige schriftliche Quellen haben. Aber den jungen Leuten stand natürlich oft nur, wie heute auch, wenig Geld zur Verfügung, sodass sie dann an anderen Orten, das war die Idee, bei einem zünftischen Handwerker sich verdingen sollten. Wenn es keinen Job für sie gab, wurde hier in Norddeutschland sogar ein geringes Zehrgeld ihnen ausgezahlt, damit sie weiterziehen konnten. Oder ein ganz berühmter Reisender, wenn man auch so mal sozusagen in die sozialen Schichten blickt, wo man eigentlich denkt, es ist ein leichtes. Alexander von Humboldt, dessen Vorfahren ja in sehr enger Beziehung zum preußischen Könighaus standen, der musste bis ins 27. Lebensjahr warten, bevor er seinen langen Traum einer Südamerika-Reise realistisch ins Auge fassen konnte. Denn dann starb seine Mutter und er hatte auf einmal durch das Erbe genug Geld. Die Frage, die Sie gestellt haben, das ist vielleicht noch ein kurzer Gedanke, ist insofern sehr wichtig, weil wir über die ökonomischen Bedingungen des historischen Reisens bislang noch viel zu wenig wissen. Man müsste die praktischen Bedingungen näher betrachten. Wie kamen beispielsweise Reisende an fremden Orten überhaupt an Bargeld? Man konnte ja nicht alles, wenn man ein Jahr weg wollte, alles mitnehmen bei diesen unsicheren Zuständen. Wie stand es mit Wechselpraktiken? Wie zuverlässig war das eingetauschte Geld? Es gab ja diese Kipper und Wipper, die Münzen verschlechterten. Also es gibt da ein ganzes Forschungsfeld noch, wo man viel machen kann, bis hin zu Briefen, wo der Vater dem Sohn sagt, wenn du jetzt nicht ordentlich studierst, gibt es kein Geld mehr, oder Bittbriefe des Sohnes, ich wurde beraubt, Papa schickt mir Geld. Ich erinnere mich daran, dass ich in meiner Kindheit einmal ein Buch mit Memoiren von Fridtjof Nansen, einem Polarforscher, aus dem Bücherschrank meines Vaters gefischt habe. Und darin erzählte er, wie er sich auf seine Polarexpedition vorbereitet hat. Zum Beispiel hat er bei offenem Fenster geschlafen, um sich abzuhärten bei bibbernder Kälte. Und ich meine, seine Reise ist am Ende gescheitert. Das ist ja nun eine Extremform des Scheiterns, wenn man eine Polarexpedition übernimmt, wo es wahrscheinlicher ist, zu sterben als zu überleben. Erzählen Sie mir doch noch etwas von anderen Extremformen des Scheiterns. Es gibt ja auch noch viele weitere Polarforscher und Expeditionen, die ins Nirgendwo gereicht haben. Zur damaligen Zeit wusste man ja auch noch gar nicht, worauf man sich einlässt bei so einer Reise in unbekanntes Gebiet. Können Sie mir da noch einige Anekdoten ausgraben? Ja, also das berühmteste Paar ist ja Nansens Kollege, auch Konkurrent, auch auf der Fram, Amundsen und sein Wettlauf mit Robert Falcon Scott zum Südpol. Ja, Robert Falcon Scott erreichte den Südpol zwar, aber bereits sehr entkräftet und einen Monat nach Amundsen. Und dass er später kam, dass er dann auf der Rückkehr verstarb, denn die extremste Form des Scheiterns einer Reise ist natürlich der Tod. Und Scott verstarb auch nicht zuletzt deshalb, nicht nur wegen widriger Umstände des Wetters, sondern auch aufgrund von Planungsfehlern, die er bei der Vorbereitung gemacht hat, die Amundsen, der von Nansen gelernt hatte, eben nicht gemacht hat. Ja, vielleicht so eine schöne Sache, dass man sich das mal vorstellen kann. Ein Teilnehmer von Scotts Expedition berichtet, wie die Extremtemperaturen allen zu schaffen machten. Ich lese mal ein Zitat vor. Natürlich waren wir nicht alle sofort vereist. Es brauchte mehrere Tage, bevor wir in dieser Hinsicht wirklich in große Schwierigkeiten gerieten. Erst als ich eines Morgens aus dem Zelt herauskam, um den Schlitten zu packen, begriff ich, dass wir in dieser Hinsicht in Schwierigkeiten geraten würden. Wir hatten im Zelt unser Frühstück gehabt, uns in unsere Ausrüstung hineingemüht und das Zelt, das relativ warm war, zusammengepackt. Einmal draußen hob ich meinen Kopf, um mich umzuschauen, und entdeckte, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Meine Kleidung war in der Zeit, die ich so stand, hart gefroren, in kaum 15 Sekunden. Für Stunden musste ich nun in dieser Körperhaltung den Schlitten voranziehen, und in diesem Augenblick achteten wir darauf, eine ziehende Körperhaltung einzunehmen, bevor wir einfroren.
Mit einem gewissen Amüsement betrachte ich Leute, die sagen, oh, wir hatten 45 Grad in Kanada, das hat mir nichts ausgemacht. Oder in Sibirien hatten wir 50 Grad minus. Und dann stellt man fest, dass sie schöne, trockene Kleidung hatten, einen guten Schlaf in einem schön gelüfteten Bett und dass es sie gerade nach dem Mittagessen für einige Minuten aus einer warmen Hütte oder einem überhitzten Zug hinausgezogen hatte. Und sie betrachteten dies als eine Erfahrung, die der Erinnerung wert ist. In unserem gegenwärtigen Zustand begannen wir, die minus 45er Temperaturen als einen Luxus zu betrachten, den wir nicht oft bekamen. Ja, also das beantwortet Ihre Frage. Und wenn Sie nach Extremreisen fragen, gerade so Anfang des 20. Jahrhunderts hatte es auch vieles mit nationalen Identitäten und Wettstreiten zu tun. Da zum Beispiel, da ein Norweger die Antarktis bezwang und ein Jahrzehnt zuvor irgendein Amerikaner, man weiß ja nicht genau, wer es war, den Nordpol zuerst erreicht hatte, erklärten die Engländer die Bezwingung des Mount Everest zu einer nationalen Aufgabe und haben 1922 und 1942 jeweils Expeditionen mit vielen erfahrenen Bergsteigern dorthin geschickt. Aber die erste Expedition kam auf 8300 Meter, die zweite auf 8500 Meter. Das waren beides mal Weltrekorde, aber sie haben den Gipfel beide nicht erreicht, was ja erst 1953 bekanntlich Edmund Hillary gelungen ist, einem Neuseeländer, der aber immerhin noch zur Krone gehörte und deswegen einen Orden erhielt. Noch eine gescheiterte Reise, die meine Kindheit geprägt hat, ist die Titanic. Als ich klein war, kam nämlich der super erfolgreiche Hollywood-Blockbuster Titanic raus. Eine gescheiterte Reise der wahrscheinlich schlimmsten Form mit unzähligen Toten und viel, viel Unglück. Ist das denn nur Hollywood-Material oder interessiert das Scheitern der Titanic auch die historische Reiseforschung? Also das Scheitern, es ist jetzt kein Thema der Reiseforschung insgesamt, weil es eben von der Art des Reisens schon eher in die Tourismusforschung gehören würde, weil eben ja mehrere hundert oder tausend Menschen an Bord waren. Es ist aber in der Tat ein Thema, das sehr viele Menschen sehr lange und sehr viel bewegt hat und uns zurückführt zu dem, was wir am Anfang dieser Sendung hatten, die Schiffsreisen, die Schiffskatastrophen. Und dabei kommt bei der Titanic eben ins Spiel, dass der Schock daraus resultiert, dass man die modernste Technik damals angewandt hatte, dass man das Schiff für vollständig unsinkbar gehalten hat, dass man also Navigationsgeräte, alles, was es gab, installiert hatte und dann trotzdem sank, und zwar mit einer unglaublichen Zahl von Toten. Bis heute werden ja auch Tauchexpeditionen nach unten geschickt, und Spekulationen, wie sank die Titanic eigentlich wirklich? Wie kam es zu diesem Unglück? Denn trotz aller Technik, trotz aller Verbesserungen im Vergleich zu Seefahrten früherer Jahrhunderte, ist hier das damals modernste Schiff gescheitert und damit auch der Mensch, der ein Stück seiner Technikgläubigkeit, die damals ganz groß war, Anfang des 20. Jahrhunderts, verloren hat. Ich stelle mir vor, dass es auch gar nicht wenig Seemannsgarn gibt, das sich um gescheiterte Reisen dreht. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass keiner oder keine gerne zugibt, dass er oder sie etwas falsch gemacht hat und so dann eben schöne Geschichten erfindet, um sein oder ihr Scheitern in etwas nettere Gewänder zu kleidern. Vielleicht ist das ja auch Stoff für eine nächste Folge. Das hat auf jeden Fall Stoff und Seemannsgarn. Wenn Sie Darstellungen ganz schnell lesen wollen, sage ich nur wieder das Stichwort Bermuda-Dreieck. Sehr schön, dann fange ich mal an zu recherchieren. Lieber Herr Walter, ich danke Ihnen für diese spannenden Einblicke in Ihre Forschung. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten doch bitte auch in der kommenden Folge wieder ein. Dann geht es weiter mit einem echten historischen Reisebericht, den wir gemeinsam kennenlernen und auseinandernehmen werden. Ich freue mich drauf. Bis bald. Der Podcast von gestern nach morgen wird gefördert durch die Stiftungen der Sparkasse Holstein. Redaktion: Professor Dr. Axel E. Walter und Luise Paulsen. Produktion: Subtitle Media, Andreas Bär.
Der Podcast von Gestern nach Morgen wird gefördert durch die Stiftungen der Sparkasse Holstein. Redaktion: Professor Dr. Axel E. Walter und Luise Paulsen. Produktion: Subtitle Media: Andreas Bär.